Jeden Werktag mindestens 15 bis maximal 30 Minuten. Das ist die Bergzeit bei RTV. Heute schauen wir unter anderem auf diese Themen. Angebadet, Startschuss am Filzteich. Eingepflanzt, Obstbaumwiese im Erzgebirgswald. Und übersetzt, Rainer Kunze Preis für Südkoreanerin. Glück auf! Was war das für ein Wochenende? Die ersten Konfirmationen und Jugendweihen gab es. Dazu unseren Glückwunsch nochmal. Und was wird das für eine Woche? Das Wettersignal steht jedenfalls auf Raus ins Freie. Wir wollen das Grün im Garten oder dem Balkon. Wir wollen die Jacke zu Hause lassen und kurzärmlich unterwegs sein. Wir lechzen nach den Veranstaltungen, die es wieder gibt. Wir freuen uns, abends lange mit Freunden draußen bleiben zu können. Wir wollen Freizeitsport unter freiem Himmel und auch endlich wieder ins Freibad gehen. 3, 2, 1, Start! Ab sofort ist wieder Action am Filzteich. Mit dem traditionellen Anbaden haben die Stadtwerke Schneeberg die Saison im Freizeitgelände eröffnet. 2022 lachte nicht nur die Sonne am ersten Sonnabend im Mai. Auch die mutigen Wasserratten, die sich einen der 150 in Luftballons versteckten Gewinne an Land zogen, hatten gut Lachen. Zum bunten Auftaktprogramm im Strandbad am Filzteich gehörten Live-Musik mit The Beefies und Darstellungen des Tanzprojektes Keen on Rhythm. Über das Anbaden und die weitere Saison am Filzteich wird RTV noch ausführlich berichten. Der große Regionalpreis des Erzgebirgskreises Erzgebirger ist am 6. Mai zum 4. Mal verliehen worden. Bei einer feierlichen Gala im Kulturhaus Aue wurden insgesamt 13 Preisträger in den Kategorien Engagement für das Gemeinwohl, Engagement für eine lebenswerte Heimat, Engagement für Kultur, Sport und Tourismus ausgezeichnet, sowie mit dem Sonderpreis Jung und Engagiert im Erz geehrt. Ganz vorn in den vier Kategorien waren der Verein Schwach und Stark in Ehrenfriedersdorf, Frank Weiß flog vom Besucherbergwerk Zinnkammern-Pöhla, das Landesbergmusikkorps Sachsen, Musikkorps der Bergstadt Schneeberg sowie der Jugendchor Evangelische Schulgemeinschaft Erzgebirge Annaberg-Buchholz. Hoch über Antonstal wächst am Hirschsteinweg eine neue Streuobstwiese. Dass das so ist, dafür tragen Sachsenforst und die Stadtwerke Schwarzenberg Sorge. Im ersten Schritt wurden 23 Bäume, verschiedene Apfel-, Birnen- und Pflaumensorten sowie zwei Quittenbäume gepflanzt. Die Sortenvielfalt sorgt für unterschiedliche Blühzeiten. Circa 3.000 Euro kostet die Pflanzung, finanziell unterstützt durch den kommunalen Energiedienstleister. Gerne möchten wir auch in den nächsten Jahren vielleicht hier an der Stelle oder auch an anderen Stellen, wo der Sachsenforst tätig ist, würden wir uns gerne mit einbringen, würden auch gern finanziell mit unterstützen. Einfach, dass auch hier das Erzgebirge perspektivisch für den Obstanbau oder zumindest für die Streuobstwiesen auch vielleicht ein bisschen bekannter wird. Für die Stadtwerke Schwarzenberg ist die Pflanzaktion am Hirschsteinweg in Antonstal längst nicht die erste, aber nach eigenen Angaben bisher die größte. Angestrengt wird eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Sachsenforst. Geplant ist jetzt eine Erweiterung der Streuobstwiese im oberen und unteren Bereich sowie die Pflanzung von Wildobsthecken. Die Fläche liegt, das soll noch erwähnt sein, an einem Lehrpfad mitten im Wald. Musik
Um im Erbfall Streit zu vermeiden, sollte jeder frühzeitig damit beginnen, seine eigene Erb- und Vermögensnachfolge zu planen. Wertvolle Tipps, welche wichtigen Aspekte dabei zu berücksichtigen sind, erhalten Interessierte am 11. Mai von 15 bis 17:30 Uhr. Unter dem Motto Schenken oder Vererben, richtig entscheiden, Streit vermeiden, laden sächsische Notare zum Tag der offenen Tür ein. Die Liste der teilnehmenden Notare ist unter www.notarkammer-sachsen.de zu finden. Kommenden Sonnabend wird mit der bergmusikalischen Wanderung für alle Sinne in den Zinnkammern Pöhler eine beliebte Veranstaltung wieder aufgelegt. Nach der Einfahrt mit der Grubenbahn werden die Besucher fachkundig in die faszinierende Welt des Bergmanns nach Untertage geführt. Auf einer ca. 1200 Meter langen Erlebnisstrecke sind verschiedene musikalische Darbietungen geplant. Mittels Musik, Gesang, Licht und Laser soll zugleich das gigantische, natürlich gewachsene und später durch die Bergleute in harter Arbeit aufgewältigte Bergmassiv am Hämmerlein als eindrucksvolle Kulisse für künstlerische Darbietungen genutzt werden. Den musikalischen Teil gestalten Solisten des Erzgebirgsensembles Aue. Das Programm, das von Steffen Kind moderiert wird, zeigt einmal mehr die musikalische Bandbreite der Sänger und Musiker, die neben erzgebirgischen und bergmännischen Darbietungen auch Repertoire aus Klassik, Schlager sowie Evergreens präsentieren. Die Einfahrt mit der Grubenbahn erfolgt 14 Uhr, eine spätere Einfahrt ist nicht möglich. Das Bergbaumuseum Oelsnitz-Erzgebirge lädt gemeinsam mit der Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers am 11. Mai zum ersten Bergmannsstammtisch in diesem Jahr ein. Zum Thema Archäologie des mittelalterlichen Bergbaus im Erzgebirge referiert ab 18 Uhr Dr. Christiane Hemker, Referatsleiterin Südwestsachsen beim Landesamt für Archäologie Sachsen. Mit der Entdeckung der hochmittelalterlichen Silberbergwerke von Diepoldiswalde im Herbst 2008 begann ein neues Kapitel in der sächsischen Montanarchäologie. Die Untersuchungen des Landesamtes zeichnen das Bild einer gut erhaltenen Bergbaulandschaft unter Tage, deren teils einmalige Befund- und Fundkomplexe völlig neue Erkenntnisse in der europäischen Montanarchäologieforschung erbrachten. Gemeinsam mit tschechischen Archäologen werden mittlerweile interdisziplinäre Untersuchungen im gesamten Erzgebirge durchgeführt, die neben weiteren Bergbausiedlungen des 12. und 13. Jahrhunderts auch zur Entdeckung bronzezeitlicher Bergbaurelikte in einer Zinnlagerstätte im Osterzgebirge geführt haben. Der Eintritt zum Bergmannsstammtisch ist frei. Der Johannesstollen, ein mittelalterliches Bergwerk bei Bocidar, ist von Anfang Mai bis Ende September für Besucher offen. Das Denkmal, das seit 1919 auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes steht, geht in seine achte Saison. Die Basisbesichtigungsroute startet täglich 9.30 Uhr und 12 Uhr und dauert etwa anderthalb bis zwei Stunden. Die große Lehrroute beginnt außer dienstags immer 14 bis 13 Uhr. Dafür sollte man 2,5 bis 3,5 Stunden einplanen. Die Betreiber raten, sich die nötigen Informationen über die Besichtigung und den Weg dorthin im Vorfeld einzuholen, da man in der Umgebung des Johannesstollen mit einem schwachen Signal der Mobilfunknetze rechnen muss. Infos gibt es zum Beispiel im Internet unter www.stollerjohannes.cz oder unter montanregion.cz. Seit 2019 gehört die Montanregion Erzgebirge Kirschnohori zum UNESCO-Welterbe. Vieles hat sich laut dem Trägerverein bereits getan. Zahlreiche kreative Ideen seien auf den Weg gebracht worden. Mit viel Engagement werde an der Inwertsetzung der Welterberegion gearbeitet. Der Wunsch nach mehr Information und Kommunikation in Sachen UNESCO-Welterbe erreiche den Verein immer wieder. Dazu zählen unter anderem Fragen nach Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Ansprechpartnern
oder Fördermöglichkeiten. Daher habe man lokale Partner am Donnerstag zu einer Regionalkonferenz nach Schwarzenberg eingeladen. Mit Vertretern des Tourismusverbandes Erzgebirge und der LIDA-Regionen werden weitere wichtige Kooperationspartner als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Ja, der Bergbau beschäftigt uns im Erzgebirge unablässig, aber auch die Kunst soll nicht zu kurz kommen. Wie bereits in der Bergzeit gezeigt, wurde am vergangenen Donnerstag in Oelsnitz-Erzgebirge der Rainer-Kunze-Preis 2022 vergeben. Hier unser ausführlicher Bericht dazu. Im erzgebirgischen Oelsnitz ist man stolz auf Rainer Kunze. Am 16. August 1933 geboren, ist der namhafte deutsche Schriftsteller, literarische Übersetzer und DDR-Dissident ein Sohn der Stadt. Sein Vater war hier im Bergwerk tätig und er hat für sich sehr früh erkannt, dass er andere Begabungen hat als die fleißigen Bergleute mit Muskelkraft und mit viel Ausdauer. Er hat mir selber beschrieben, er war hier, Karl Liebknecht, auch unter Tage. Für ihn war das ein sehr beklemmendes Gefühl und man weiß ja als Jugendlicher noch nicht, welchen Weg man geht, aber er hat ja sehr frühzeitig begonnen, eigene Gedichte oder Verse zu schreiben und ist ja dann wirklich als einer der wichtigsten Lyriker, der für uns alle auch literarisch die deutsche Einheit vorbereitet hat. Er war ja einer derjenigen, der immer die mahnende Stimme des aufrechten Ganges, wie wir heute auch gehört haben, in seiner Lyrik auch versucht hat, in die DDR zu tragen. Als das nicht mehr möglich war, ist er ausgebürgert worden. Geehrt wird Rainer Kunze in Oelsnitz mit einem Preis, der seinen Namen trägt. 2022 bekam die Professorin für deutsche Lyrik an der Seoul National University, Yong E. Son, den Rainer-Kunze-Preis verliehen. Das geschah in feierlichem Rahmen am Abend des 5. Mai im Ratssaal des Geburtsortes des Dichters und Lyrikers Rainer Kunze. Um die Preisträgerin und deren Hintergrund entsprechend zu würdigen, erlebten die Gäste eine Veranstaltung ganz im Zeichen der koreanischen Kultur. Wie kam es zum Rainer-Kunze-Preis? Es hat dann nach der deutschen Einheit hier in Oelsnitz mit meinem Vorgänger eine Begegnung gegeben und es war der gemeinsame Wunsch da, hier in Oelsnitz dauerhaft auch zu erinnern an Rainer Kunze und das aber nicht in einem Personenkult, sondern einfach zu sagen, wir wollen der Literatur etwas geben, was Rainer Kunze der Welt gegeben hat und natürlich der Literatur und auch dieser Stadt. Und so ist es zu beginnen in einem gemeinsamen Weg zu Preisträgern des Rainer-Kunze-Preises geworden. Der Rainer-Kunze-Preis wurde 2022 zum 8. Mal vergeben. Die Auszeichnung würdigt literarische Leistungen im Sinne von Poesie als Widerstand. Seit 2017 entscheidet eine Fachjury des Kuratoriums, wer den Rainer-Kunze-Preis bekommt. Zuletzt wurden im Zweijahresrhythmus Preisträger gefunden. Das waren 2017 der ukrainische Germanist, Essayist und Übersetzer Petro Rychlo, 2019 der bosnische Schriftsteller und Übersetzer Stefan Tontik und jetzt die koreanische Schriftstellerin und Übersetzerin Yong E. Son. Der Prozess ist manchmal, der macht immer viel Spaß, aber ist manchmal auch schwierig. Nicht immer hat man bei der ersten Zusammenkunft wirklich den Kandidaten oder die Kandidaten, auf die man sich gemeinsam einigt. Es wird auch abgewogen. Es sind natürlich immer alles gute Kandidaten. Aber ob man dann sagt, ja, das passt auch zu dem, was sich der Rainer-Kunze-Preis auch vom ersten Preis her heraus selber als Verpflichtung genommen haben. Also die Poesie als Widerstand oder Poesie im Widerstand, je nachdem, das haben wir ja heute auch unterschiedlich reflektiert bekommen. Und wir wollen uns im Besonderen auch, soweit es möglich ist, auf die literarischen Übersetzer konzentrieren. Es gibt viele Literaturpreise, die Autoren würdigen, die sind manchmal
natürlich auch höher dotiert als der Oelsnitzer Preis. Aber gerade diejenigen, die sich mit so einer Akribie, mit so einer Ernsthaftigkeit beschäftigen, Literatur in fremde Sprachen zu übertragen, die wollen wir ganz besonders wertschätzen. Und ich glaube, das ist auch die besondere, einzigartige Stellung dieses Rainer-Kunze-Preises. Wie kam es zur Preisträgerin Yong E-Son? Wie wurde man auf die Koreanerin aufmerksam? Es gab hier eine ganz weit zurückliegende Begegnung zwischen Rainer Kunze und Frau Son, von der ich aber erst wirklich gestern erfahren habe. Aber deswegen haben wir ja auch Literaturjournalismus oder Kulturjournalismus, Literaturwissenschaft, Buchhandel und Verwaltung vertreten, und es warf einer den Namen Son ins Rennen, und dann haben die meisten sich in der Korea-Durchumsitzung gefragt, warum eine Koreanerin, genau wie die Frage gestellt ist. Genau. Und dann beschäftigt sich man natürlich tiefgründig, was hat sie gemacht, mit wem steht oder stand sie in Verbindung. Aber wie gesagt, die unmittelbare Verbindung zu Rainer Kunze in dieser intensiven Form, die habe ich gestern persönlich von Rainer Kunze erfahren. Um die Preisträgerin und deren Hintergrund entsprechend zu würdigen, konnten sich die Gäste auf eine Veranstaltung ganz im Zeichen der koreanischen Kultur freuen. Die Stadt Oelsnitz-Erzgebirge wurde am Abend der Preisvergabe durch Sängerin Soo Yeon Hilbert und das Koreanische Kulturzentrum Berlin musikalisch und kulturell unterstützt. Der Generalkonsul der Vereinigten Staaten von Amerika in Leipzig, Ken Toko, wurde am 30. April von Eibenstocks Bürgermeister Uwe Stab im Ortsteil Karlsfeld begrüßt. Der Generalkonsul nahm an der Feierstunde zum Gedenken an Tom Stafford teil, der kurz vor Kriegsende das Leben vieler Menschen beider Seiten rettete. Damals Sergeant der US-Armee, nahm Stafford einen Oberst der deutschen Wehrmacht gefangen und zwang ihn zur Kapitulation für Teile der im Raum zwischen Karlsfeld und Karlsbad eingeschlossenen deutschen Verbände. Am 30. April 2022, 77 Jahre nach der Kapitulation, erfolgte die Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung zu Ehren von Tom Stafford. Im Jahr 2010 war der inzwischen verstorbene Tom Stafford höchstpersönlich wieder in Karlsfeld. In Anwesenheit des Helden wurde damals am Bürgerhaus Grüner Baum eine Gedenktafel angebracht. Wir erinnern uns im Erzgebirgsalmanach. Aus dem Erzgebirgsalmanach schauen wir auf das, was sich am 18. April 2010 in Karlsfeld ereignete. Es hatte einen Hauch von Hollywood. Ein Zug historischer Militärfahrzeuge rollte in Karlsfeld ein, von vielen Kameras festgehalten. Schaulustige waren zahlreich erschienen. Der amerikanische Kriegsveteran Tom Stafford verkündete der Menge: "Today we are all Karlsfelders." Was war los? Ein Liberty-Konvoi erinnerte an die Ereignisse zum Ende des Zweiten Weltkrieges in der Region Vogtland-Westerzgebirge, darunter an die in Karlsfeld. Im beschaulichen Erzgebirgsort bewahrte eine beherzte und wagemutige Einzelaktion von Tom Stafford das Leben vieler Soldaten. Die Stadt Eibenstock hat eine Erinnerungstafel gestiftet, die am Grünen Baum zu den Ereignissen informiert. Beim Halt des Liberty-Konvois in Karlsfeld wurde sie enthüllt. Unter den Teilnehmern der Veranstaltung Landrat Frank Vogel und Bürgermeister Uwe Stab. Was in Karlsfeld auf den ersten Blick wie ein Volksfest aussah, hatte einen ernsten Hintergrund. Der Liberty-Konvoi war laut Veranstalter ein Gedenkmarsch mit dem Ziel, die Ereignisse nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Gelebte Geschichte in Plauen, der Region Vogtland, Westerzgebirge und Westböhmen, dokumentiert auf den an mehreren Orten angebrachten Hinweistafeln, soll Tendenzen der Verharmlosung oder gar der Leugnung historischer Fakten begegnen. Sie geraten bei uns nicht in Vergessenheit, die alten Aufnahmen. Das eben Gesehene war aus dem Jahr 2010 und wurde aus gegebenem Anlass nochmal aufgearbeitet und gezeigt. Morgen schauen wir genau 20 Jahre zurück und erinnern an die Festtage 100 Jahre Lokschuppen Schwarzenberg, 10 Jahre Eisenbahnmuseum im Mai 2002. Darüber hinaus haben wir aber noch jede Menge aktuelle Themen. Ich hoffe, wir sehen uns zur Dienstagbergzeit. Bis dahin, Glück auf! Entdecken Sie Rosaxan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosaxan. In Rosaxan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus.